Kennen Sie das? Da kommt irgendwie ein Vorwurf. Und Sie sind sprachlos für einen Moment. Sie sagen irgendetwas daher, wo Sie sofort wissen, aha, damit bin ich nicht zufrieden, oder Sie sagen gar nichts. Und dann vergeht ungefähr so eine halbe Stunde, manchmal eine Stunde, und plötzlich im Aufzug, da war's. Das hätte ich sagen können. Wer kennt das Phänomen? So, tja. Jetzt sind Sie mal ganz ehrlich zu sich. Diese Antwort, die Ihnen da im Aufzug eingefallen ist, hätten Sie die auch in 100% der Fälle auch wirklich den Mut gehabt, die an der Stelle zu sagen? Manchmal ja. Aber oft hätten Sie Gedanken gehabt, so ähnlich wie, oh, das ist aber sehr frech. Das, also der schaut dich ja nicht mehr an. Also nee, das kannst du nicht machen. Das geht jetzt nicht. Sie haben Schlagfertigkeitsverhinderungsprogramme im Kopf. Es liegt nicht an der fehlenden Antwort, sondern es liegt am fehlenden Mut. Sie trauen sich das gar nicht, auch wenn Sie es wüssten. Und so ist es mit allem. Jede Technik, die ich Ihnen beibringe, braucht Mut. Warum Mut? Weil so kennt man sie nicht. Man kennt sie als Mauerblümchen, das immer Ja und Amen sagt und denkt, ja, irgendwann sage ich sie ihm. Irgendwann. Sie sagen es nie. Also, erste Regel für Sie. Sie dürfen, Sie müssen, vergessen Sie Ihre gute Kinderstube. In Bezug auf Ausreden lassen. Ja? Wenn irgendeiner Müll über Sie ausgeht, verbal Müll, und lässt Sie schlecht aussehen, dürfen Sie nicht warten, bis er fertig ist. Ja, nicht. Sie müssen sagen, unterbrechen, stopp! Erstmal das. So ein ausgekochten Blödsinn wie von Ihnen jetzt, das habe ich schon mein Leben lang nicht gehört. Also so ein Schwachsinn. Also hören Sie mal hin. Und jetzt fangen Sie an, Ihre Version zu platzieren. Es geht um Außenwirkung. Wenn Sie ihn ausreden lassen, wirken Sie einfach nicht gut. Wirken Sie nicht gut. Sitzung, Meeting und so weiter. Das können Sie immer beobachten bei diesen Fernsehdiskussionen, die machen das. Der wartet nicht, bis er also den letzten und den hintervorletzten Vorwurf da noch platziert hat vor Millionen Publikum, sondern der geht, da wird eingehakt. Und ja, er sagt, darf ich das verstärken? Sein Einwand war, da redet jeder durcheinander. Genau. Sie haben recht, ja. Weiter? Dann versteht man gar nichts mehr, sagt er. Mhm, ist richtig. Welche Alternative haben Sie? Abschalten. Okay. Nur, in der Sitzung können Sie sich nicht abschalten. Da sind Sie Opfer oder Täter. Da haben Sie nur die zwei Möglichkeiten. Ich rede nicht vom Fernsehen, ich rede von Ihnen. Und ich rede von Ihnen und Ihren Gefühlen, wissen Sie. Deswegen sitzen Sie ja hier. Sie wollen bessere Gefühle haben, wenn es wieder hart auf hart geht. Und jetzt kommt es einfach darauf an. Will ich die haben oder will ich jedermanns Liebkind sein? Das ist die entscheidende Frage. Und ich weiß, Sie wollen beides. Und raten Sie mal, das geht nicht. Dusch mich. Aber mach mich nicht nass. Herr Pöhm, das müsste irgendwie möglich sein. Komm. Geht nicht. Also wir müssen mal ein bisschen auffallen, aus unserer Haut raus, riskieren, dass einer mich mal nicht mag für einen Moment. Aber es geht um meine Gefühle. Fühle ich mich besser, indem ich wieder immer klein beigebe oder sage ich, jetzt setze ich mal.